Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Wir haben in der letzten Folge ein kleines Abenteuer hinter uns gehabt, haben ein paar seltsame Ionenwürfel mitgenommen, viele Informationen gesammelt und ein Kreaturenei, das seltsam ist. Das irgendwie so einen kleinen Alien in sich beinhaltet. Aber gut, ich würde sagen, können wir jetzt daraus irgendwas Neues bauen oder so? Na gut, dann packen wir das hier mal rein. Wir haben noch einen Diamanten gefunden, sehr schön. Ja, Diamanten haben wir jetzt ohne Ende. Oh, da war ja was. Scheiße. Oh. Oh. So. Okay, ernten wir mal unser Wasser. Und das Salz. Waren ja auch lang genug weg, ne? Uiuiuiui. Was ein Abenteuer, Leute. Puh, es hat Spaß gemacht. Da werden wir gleich auf jeden Fall nochmal losziehen. This is Life Pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. Seven out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Okay, da werden wir aber schon mit dem Krebs wahrscheinlich hinkommen. Kernreaktor. Erweiterter Kabelsatz Blei, Plastalsch und wer nicht? Okay. Ja, dann müssen wir das Uran wahrscheinlich noch einfügen. Brückenbauplan. Ja, das brauchen wir alles noch. Der ist alles. Naja. Wurfhaken aber noch nicht. Polyanilin. Okay. Naja. Seemotten-Torpedosystem. Wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Aber ja, gut. Brauchen wir nicht. Schubkanone. Stimmt, wir können ja noch eine Schubkanone herstellen. Krebs. Diamant haben wir, Blei haben wir, emaliertes Glas haben wir, Aerogel haben wir, Plastalbahn haben wir auch. Haben wir alles. Easy. Signalboje. Wieso fehlt mir das? Scheiße. Na gut. Dann ist das halt so. Aha, wir behalten auf jeden Fall den Strahlenschutzanzug an, oder? Weißt du was, wir machen gleich den. Dann ist gut. Kernbrennstab. Aerogel. Ja, das ist alles neu. So, Aufzeichnungen. Bla bla bla. Und so weiter und so fort. Hier, Rettungskapsel 7. Haben wir gerade gehört. Kara-Seuchenprofil. Diese Konsole enthält umfangreiche Daten über die Bakterie-Seuche, die als Kara bezeichnet wird. Entdeckung erstmals aufgetreten während einer routinemäßigen Netzwerkerweiterung auf äußeren Welten. Entwicklung zur Pandemie. Ein Netzwerkfehler führte zu einer Fehlfunktion im Routine-Quarantäne-Verfahren. Die Seuche wurde auf die Kernwelt übertragen und breitete sich dort schnell aus. Bestätigte Todesfälle 143 Milliarden. Bakterielle Vorgehensweise befällt gesunde lebende Zellen und mutiert die genetische Grundstruktur. Symptome: allmähliches Versagen des Immunsystems, grüner Hausausschlag, das arme Haus, und grippenähnliche Symptome. Unberechenbare Veränderung der biologischen Struktur, vollständiger Zusammenbruch der Vitalfunktion. Eingeleitete Notfallschritte: Kernwelt unter Quarantäne gestellt, Bakterienproben an isolierte Seuchen. Forschungseinrichtung verteilt zur Entwicklung eines Impfstoffs. Behandlungsprozedur unbekannt. Ich habe mir das jetzt extra durchgelesen, damit ich nicht weiß, was es ist. Schadensbericht. Leviathan in der Nähe der Einrichtung registriert. Nähert sich mit hoher Geschwindigkeit. Leviathan. Das muss das Viech sein, oder? Nee. Leviathan war dieses Riesenskelett, was wir gesehen haben. Äußeres Ankertau mit gewaltiger Kraft getroffen. Äußere Verankerung gibt nach. Einrichtung sinkt. Aufprall auf Meeresboden. Lecks in Sicherheitsbehälter. Einheit 7. Leviathan-Eier.
Es ist das Leviathan-Ei gewesen. Die Mutter wollte ihr Ei zurück. Sofortiges Probenzerstörungsprotokoll eingeleitet. 314 Exemplare zerstört, ein Exemplar übrig. Und der kleine Fisch war wahrscheinlich so ein Babyding. Evakuierung der Mitarbeiter zu den Schutzräumen außerhalb der Einrichtung. Planetares Quarantäne-Protokoll eingeleitet. Warnung, infizierte Personen dürfen den Planeten nicht verlassen. Schön. Dieses Gerät passt zu keinerlei bekannten Technologie und ist wahrscheinlich außerirdischen Ursprungs. Die Energie wird über die Konsole zum nahegelegenen Kraftwerk geleitet. Die Technologie übersteigert alles, was der Föderation bisher bekannt ist, bei weitem. Dennoch scheint es wie ein normales Schloss zu funktionieren. Es benötigt nur die richtige Art von Schlüssel. Okay. Selbst teleportierende Quarantäne-Vollstreckungseinheit. Quarantäne-Vollstreckungseinheit, das heißt... Diese Lebensform zeigt Anzeichen von starker genetischer Manipulation und umfangreicher Implantation. Seine Verdauung und Atemorgane wurden durch eine Art Batterie ersetzt, die ihre Energie direkt vom Hauptnetz empfängt und über den ganzen Körper verteilt. Miniaturisierte Phasentechnologie wurde unter die Haut implantiert und wird durch das zentrale Nervensystem ausgelöst, sodass das Konstrukt nach Belieben teleportieren kann. Das Gehirn und das zentrale Nervensystem wurden mit hoch entwickelter Rechenleistung und Fernkommunikation digital aufgerüstet. Beurteilung programmierbarer Jägerkiller meiden, was du nicht sagst. Warper-Teile. Die organischen Teile in den Vitrinen enthalten die DNS von dutzenden verschiedenen Organismen, größtenteils von anderen Planeten. Sie befinden sich in verschiedenen Stadien der Aufrüstung und fortgeschrittener Technik. Dieser fließbandartige Aufbau lässt den Schluss zu, dass die selbst teleportierenden Konstruktionen von den Fremden, die diese Einrichtung entworfen haben, gebaut, gepflegt und eingesetzt wurden. Wir haben ja hier diese Kara-Seuche, ne? Das ist ja die Seuche von den Aliens. Das heißt, die wurden verseucht durch diese Infizierung. Und es gibt kein Heilmittel, weil sie alle wahrscheinlich gestorben sind. Und jetzt gehöre ich dazu. Ach, geil! Geil! Geile Nummer! Ja, freut mich. Oh, ist leer. Dann füllen wir den Scheiß ab. Brauchen wir gar nicht, ne? Hier, komm. Vier Stück. Bitteschön. Haben die Salz hergestellt. Toll, ne? Na gut, wir haben Wasser am Start. Essen kriegen wir unterwegs. Das Salz schmeißen wir gleich auf den Boden. Und das packen wir mal hier rein, ne? So. Obwohl, wir machen ja jetzt sowieso was anderes. Und zwar möchte ich ja den Krebs bauen. Stimmt. Der scheint mir dann ein Stückchen sicherer zu sein. Wo müssen wir als nächstes hin? Ja, ich dachte, wir haben die Daten bekommen. Ein einfacher, nicht empfindungsfähiger Organismus, der auf Oberflächen mit hohem Gehalt an verschiedenen Organismen, okay. Für die Musik nur unter Wasser ist es was? Okay, Oberwasser gibt's keine Musik, sorry. So, Krebs, ich mache mir davon nämlich jetzt ein Foto. Dann vergesse ich das auch nicht. Irgendwie kann die Technologie ja immer unsere Schwächen quasi ersetzen. So. Okay, ist aber gar kein Problem, das kriegen wir hin. Da ist die Musik wieder. Finde ich ja faszinierend. Nun denn, wollen wir mal was essen? Was leuchtet da so krass? Ah, Schlingpflanzenbüsche, so. Habe ich die einfach hingeworfen?
So. Ja, weißt du was, wir brauchen es nicht zu duplizieren, das ist eigentlich mehr als genug. Noch eine Nachricht. Ja, vielleicht haben wir den Teil schon gefunden, deswegen haben wir auch keine Markierung bekommen. Das kann gut sein. Habt ihr recht. Oh, hat sogar gepasst. Das stimmt, habe ich auch gemacht. So. Weiß ja nicht, ob das jetzt so nicht gelohnt hat. Da lohnt es sich mehr, so einen Fisch zu töten. Auch von der Zeit her. Aber wir behalten sie einfach mal drin, falls wir noch mehr Aero-Gel brauchen. Okay, ich finde es schön, dass da immer noch Blubberblasen durch mein Messer kommen. Obwohl wir hier in der Luft sind. Ich brauche die Ressourcen, aber Momentum Mundo. Wie sieht es mit meiner Energie aus? Habe ich mir fast gedacht. 85. Okay. Rest an Energie ist in Ordnung. Das sind nur Fische. Alles gut. Okay. Ich werde immer im Kreis laufen, Leute. Macht euch keine Sorgen. So, ist zwar ein bisschen Verschwendung, aber wir haben unendlich davon, rein theoretisch. Okay, dann brauchen wir Plastalbaren. Dafür brauchen wir was insgesamt nochmal? Wie keine Energie. Wie keine Energie. Oh, scheiße, die Dinger verbrauchen extrem viel Energie. Oh. Oh, 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 oh. Ja, das ist, ein bit ungünstig. Ja gut, dann Kernreaktor. Was soll's, Leute? Plastalbahn, erweiterter Kabelsatz und Blei. Ja gut, kann ich die Dinge abschalten? Glaub nicht. Haben wir es jetzt mitten in der Nacht oder was? Das könnte es erklären. Wir haben es tagsüber. Ah. Wobei. Die Sonne geht ja gerade unter, glaube ich, ne? Ein schwimmendes Gerät, das Luft in Leitungen pumpt, dient als Startpunkt für ein Leitungssystem. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Okay, wir werden eine Sache bauen. Und zwar den hier. Gold und Titan, okay. Ja, die Energie kommt wieder. Okay, es war aber wegen der Nacht. Die Nacht hat extrem viel Energie gezogen. Also, Titan und Gold. Effizienz! Okay, gut, dann bauen wir halt hier trotzdem das Atomkraftwerk hier hin. Plastalbahn, erweiterter Kabelsatz. Weil ich kann, weil wir eh alles bauen müssen, also von daher. Okay, Plastalbahn, Titanbahn und Lithium zweimal. Das heißt, wir brauchen drei Titanbahren. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So.
Mir gefällt das zwar nicht, das Ding dahin zu bauen. Vor allem, weil es auch bei mir zu Hause steht. Aber gut. Was soll's. So. Achso, ich habe die Pastalbahn gar nicht gebaut. Oho. Was war das andere? Lithium. 6 Stück. 6-mal Lithium zum Mitnehmen, bitte. Habe ich sowas? Oh, ich habe 2. Wie, mehr habe ich nicht? Hauptsache, ich habe ein Magnetit ohne Ende. Das ist kacke. Das ist echt kacke. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe mehr. Ein Pastalbahn kann ich machen. Ja, ich brauche E2, also. Bauen wir zuerst den Reaktor. Auch wenn der eher so nebensächlich ist, weil ich ja nicht so krass die Energieprobleme habe. So. Ich brauche 3-mal Blei. 1, 2, 3. Und ein erweiterter Kabelsatz. Erstmal Kabelsatz mit 2-mal Silbererz. Dann 2-mal Gold und ein Computerchip. Oh Gott. Kupferdraht. Ich habe doch nur ein Kupfer hier drin, oder? Oh Gott, das reicht gerade so. Oh Mann. Oh. Uns gehen hier die Ressourcen aus, verdammt. 2-mal Gold. Nee, Computerchip. Tischkorallenprobe, 2 Stück. Habe ich davon noch was? Das kann. Genau richtig, ey. Und Gold. Ah. So. Bauen wir den mal direkt ein. Exercise caution when handling radioactive materials. Exposure risks corrupting your PDA's recording of the circumstances of your death. Genau darüber mache ich mir Sorgen. Hey, danke Pflanze, dass du mich wieder aufhältst. Okay. Kristallines Uranit. Okay, ja, da habe ich doch alles. 3 Stück, perfekt. Was habe ich noch gebraucht? Bleititanglas. Wie sich das schon anhört. Oh Gott. Ich will gar nicht in der Nähe. In der Nähe davon sein. Oh. Ja, erstmal alles rauspflücken. Okay. 4 Stück können wir davon immer mitführen. Ist ja gut. Ja gut, dann müssen wir jetzt losgehen und nochmal das Zeug suchen, ne? Ja, das ist jetzt doof. So, mal ordentlich alles wieder sortieren. Ah, ich habe noch 3 Stück davon. Ich kann mir noch so einen Kern bauen. Okay. Gut zu wissen. Du kommst da sowieso raus. Gut, dann nehmen wir mal die wertvollen Stoffe hier raus. Und das Billige bleibt hier drin. Dann kommen hier die wertvollen hin. Ja, packen wir das Titanbahn mit da rein, so. Ja gut, dann müssen wir jetzt leider nochmal los und ein bisschen Zeug suchen. Schade. Nehmen wir halt, oder wir nehmen kurz mal die hier mit. Essen die.
So. Wir nehmen 4 Wasser mit. Das dürfte eigentlich reichen, um so das Nötigste zu überleben. So, das packen wir dann hier rein. So. Und dann gehen wir runter. Ein bisschen Ressourcen sammeln, wa? Das heißt, wir müssen wieder tiefer runter. Nee, alles umstoßen. Ich dachte schon, da krabbelt irgendwas. Das sah aus wie so ein Tier. Okay, ich weiß, wir könnten das lila Ding nehmen und losziehen, aber ich möchte unbedingt den Krebs vorher haben. Das heißt, wir brauchen 6 Stück von dem komischen Zeug. Wir werden also die nächste Höhle einfach suchen. Wir hoffen, dass uns nichts verfolgt. Ich möchte jetzt auch nicht zu den Aliens nochmal runter. Ich glaube, da war auch nicht viel, oder? Wieso rammen mich die ganzen Viecher immer? Ah, jetzt sind wir doch beim Schiff angekommen. Aber wir können rein theoretisch auch mal uns woanders angucken. Obwohl hier, glaube ich, das Ende der Map ist, oder? Ja. Nicht so die beste Idee, darunter zu gehen. Nicht, dass hier die Oberkackbratze wieder ankommt. Falls er da wirklich wohnt. Ey, nein, da unten sind Pflanzen. Kann hier echt fündig werden. Hallo, hast du gerade das Geräusch gemacht? Du warst das, du warst das, du warst das, du warst das. Scheiße. Lass mich bloß in Ruhe. Ich wollte nur gucken, was in der Zeitkapsel war. Mann. Oh, wir sind hier. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, du kleiner Spinner. Au. Ist immer noch in der Meer. Aber weil ich infiziert bin, ne? Die jagen Infizierte. Lass mich doch wenigstens gucken, was in der Zeitkapsel war. Oh Gott, lass mich bloß in Ruhe. Ja, großes Wasser und Nährstoffblock. Oh, kühner. Oh, okay. Das ist schon was anderes. Ja. Ich habe leider keine Torpedos für dich, es tut mir leid. Dafür war der Krebs gedacht. Ich wollte hier den Krebs anhängen. Bin schon mieses Arsch. Das war auffällig. Ah, das ist das Licht gewesen, okay. Ja, das Ding haben wir schon untersucht. Hier haben wir das erste Mal das Alien gefunden. Von daher nichts Spannendes. Ich brauche eh wieder Materialien. Das ist ein leichter Weg, daran zu kommen. Ah, den Bohrarm habe ich noch nicht. Ah, doch. Okay. Irgendwas fehlte mir nämlich noch. Ich weiß aber nicht mehr was. Jetzt gehe ich ja trotzdem hier runter. Ich wollte das nicht. Wirklich. Oh, hier haben wir doch Mr. Großkotz gerade schon gesehen. Das heißt, sie haben Maschinen gebaut, um die Infizierung zu stoppen. Das Problem war höchstwahrscheinlich, dass alle infiziert waren. Das heißt, die Maschinen haben wahrscheinlich alle getötet.
Tippe ich mal drauf. Ist schon ein bisschen blöd, ne? Ja, komm. Oh, die Infizierung stoppen wir einfach, indem wir die Infizierten töten mit Maschinen, die darauf ausgelegt sind, diese auch zu vernichten. Weißt du? Und dann zack. Sind die selber am Arsch. Ein Rubinchen. Nehme ich auch mit. Oh. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir verabschieden uns einfach mal. Und dann sehen wir uns morgen zu einer großen Farmfolge wieder, bis wir 4 Stück von diesen Dingern haben. Ist das eine gute Idee oder ist das eine gute Idee? Weißt du was, wenn wir jetzt schon mal die Zeit haben, können wir das auch scannen. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.